Seid gegrüßt, Gaming-Freunde, für eine weitere Folge von Assassin's Creed Brotherhood. Hier ist euer Don. Willkommen, liebe Gaming-Freunde, für die letzte Copernicus-Mission. Ihr hattet recht. Der Magister will euch töten lassen. Diese Schikanen werden meine Forschungen nicht stören. Heute ist eine Eklipse. Und ich habe vor, sie zu dokumentieren. Aber er will euren Kopf. Lieber erleuchtet sterben, als in Unwissenheit zu leben. Er wird noch vor euch sein Ende finden. So, das dürfte nicht allzu schwierig sein. Der Magister mit der versteckten Klinge zu reanimieren. Schauen wir mal, wie weit das überhaupt ist. Das ist noch ein ziemliches Stück. Aber nichtsdestotrotz. Ich bin nicht so ein Fan von Pferden. Nicht das Wasser des Devere südlich des Campum. Welch komische Vorstellung. Nein, Entschuldigung, gute Frau. Eine Erinnerung an alle Damen des ewigen. Mit diesem Vorfall einfach was vergessen. Was ist los mit euch, hä? Nicht das alles nur. Wahrheit zu verleugnen, macht sie nicht unwahr. Menschen sind faul. Sie glauben an das, was sie glauben sollen. Meine besten Männer suchen nach Kopernikus. Ihr kommt zu spät. Requiescat in pace. Senator de Rossi war zutiefst betrübt. Ladies. Ist doch wohl eine im Suff abgeschlossene Wette oder so. Ein Seminar für den Bau von modernen Brücken und Deichen. Eine Prozession zu Ehren von Sandy. Das ist nicht, was er sich wollte. Nun gut, dann gibt es keine Abkürzung in die Wäsche. Bei allen. Sehr unterhaltsam. Im Hause Gottes, mein Sohn. Lebenserwartung.
Oh, Dio, no. Unglaublich, ihr könnt doch nicht einfach... Die Leute der kürzlich erkrankten Schweine in Campania hat sich nun bis an die unteren Rioni ausgebreitet. Auch wenn es... Oh, Mr. Copernicus wird nun... Dude, geh weg. Copernicus wird nun von ein paar anderen Leuten erwartet. Was aber kein Problem ist, da ich noch drei Assassinensignale vorig habe. Ist die Welt nicht wundervoll? Einiges davon. Seid nicht so emotional. Ihr werdet merken, dass alles einen Sinn ergibt. Vielleicht. Cesare hält sich für den Mittelpunkt von allem. Doch kreist er nur in der Peripherie, so wie wir alle. Wusstet ihr, dass vermutlich die Sonne der Mittelpunkt des Universums ist, nicht die Erde? Ich sehe die Bewegungen von Mond und Sternen und kann doch nur beobachten. Es gibt so viel, was ich nicht weiß. Dieses Zeitalter der Vernunft ist nur der Anfang eines Endes, das ich nie sehen werde. Eines Tages werden wir die Welt beeinflussen können. Mit der Kraft des menschlichen Willens das Licht nutzbar machen und vielleicht gen Himmel reisen. Aber ich greife mir selbst voraus. Zuerst müssen wir die Sonne im Mittelpunkt sehen. Für mich klingt glaubhaft, was ihr sagt. Ihr solltet mir nicht einfach glauben. Nicht, bis ich es beweisen kann. Bald. Gute Nacht, Ezio. Und hab Dank. Ja, ist okay, Copernicus. So, wunderbar. Das war es für... Ende des Buches, das war die letzte Mission mit Copernicus. Wenn euch mein Gameplay gefällt, vergesst nicht zu abonnieren, drückt hierzu auf den Subscribe-Knopf und wenn ihr Lust habt, hinterlasst mir konstruktive Kommentare, was ich eurer Meinung nach verbessern könnte. Wenn es ein Spiel gibt, das ihr hier sehen möchtet, um es zusammen mit euch durchspielen möchtet, lasst es mich in den Kommentaren wissen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ciao, tschüss, euer Don.